I don't know when it started, I don't know where it ends. I can feel the pressure to the infinity. Alles klar, ich halt jetzt mal meine Fresse, das geht ab. Infinity. Tut mir leid für diese schreckliche Aufführung von Infinity Inc. Oder so heißt die Band. Ich weiß es nicht. Moment, was? Ah, hier ist der Ton. Willkommen zu einer neuen Episode Splatoon. Ja. Der Rhythmus meiner Upload-Videos ist sehr unregelmäßig und sehr unausgereift, deswegen, sorry, auch keine Entschuldigung. Wir sind hier, wo ich noch Level 7 bin. Ich habe momentan, glaube ich, aktuell Level, also ich bin noch nicht zart, also ich habe noch nicht alle Waffen. Ich bin, glaube ich, 15 momentan. Da bin ich noch Level 7, aber, da wurde ich schön von hinten penetriert. Ist das nicht klasse? Ja, da habe ich mir gedacht, ich mache mal eine kleine Aufnahme wieder. Die ist jetzt, wie schon in der ersten, wie im ersten Part erwähnt, nicht, und das war jetzt gerade dumm, nicht Live-Kommentary. Sorry, ich lass mal die englischen Wörter lasse ich mal weg. Es ist nicht zeitgleich kommentiert. Ja, also das heißt, ich habe hier Aufnahme und ich rede dazu, denn immer wenn ich was, das mit dem Schild war gerade praktisch, ne? Und immer wenn ich was zum Erzählen habe ich entweder zwei Möglichkeiten. Entweder taggen, wo ich richtig fett ausrasten kann, oder Splatoon. Aber das sind so gleiche Sachen. Splatoon ist online, deswegen ist das spannender, und taggen ist offline, das ist, keine Ahnung. Online wäre, glaube ich, noch spannender, aber ich habe kein Xbox Live, deswegen beschränke ich mich auf die nächste Zeit auf Splatoon wahrscheinlich. Von den Aufnahmen her. Mal gucken. Hinten, von hinten wieder. Und da ist auch gerade mein Schild. Ich habe das Gefühl, dass ich mit niedrigen Level und dem Junior-Klexer am meisten irgendwie einnehmen kann. Und hier, wer hat das noch nicht angenommen? Sind die alle behindert? Egal. Ich war nämlich in den letzten beiden Tagen, war ich an der Düsseldorfer Uni, denn unsere Schule hat ein Angebot bekommen, dass die eben in der 11. Klasse, also Q2, Leute fragen, die Lust hätten auf einen Workshop in der Uni. 4 Plätze waren frei von unserer Schule aus, und es gab auch nur 4 Schüler, die sich dafür interessiert haben. Das ist eigentlich praktisch gewesen. Und ich finde, das Komische ist an unserer Schule, es gibt Fächer, die haben eben null Interessen, wie soll ich sagen. Also die haben viel Angebote, aber null Interessanten. Ja, meine Fächerauswahl, ja, die ist irgendwie darauf beschränkt, dass ein kleiner drauf Bock hat. Ja, und ich irgendwie der Einzige bin, sodass was ich dann will, nicht zustande kommt. Ja, Beispiel, ich hatte Bock auf ein Chemie-LK. Ja, Chemie-LK 0. Der größte Grund ist das, ja. Wir hatten in der Q1, und das ist auch so ekelhaft gewesen, in der Q1 hatten wir eine Lehrerin, die selbst in der Düsseldorfer Uni dann bei uns bekannt ist, ja. Die ist eine lebende Legende. Nicht zuletzt, weil dort der Professor Kinder hat an unserer Schule. Und die hat eben Unterricht gehabt bei uns in der 10. Und die hat dementsprechend sehr viel. Okay, mal gucken, wer gewonnen hat. Wir waren. Ja, ich glaube, es wird nicht knapp. Anderen haben gewonnen, ne? Ja, wird auch nicht knapp. Und die hatten dementsprechend keine Lust dann, wegen der Lehrerin auch, auf ein weiteres Jahr Chemie. Erstens, weil sie dachten, wir kriegen die nächstes Jahr wieder. Und die dann wussten, dass wir die nächstes Jahr nicht wiederbekommen, haben dann auch zum Teil, also von denen, die auch abgewählt haben, haben auch zum Teil gedacht, ja, ich habe in der 10. Klasse so wenig gelernt, deswegen wähle ich das mal am besten ab. Und das ist auch, sag ich mal, gut so gewesen. Oder auch berechtigt, dass die es abgewählt haben. Deswegen verurteile ich nicht die Schüler. Denn die meisten Kumpels, die von mir abgewählt haben, Chemie, das Fach Chemie, hatten eben diesen Grund. Und das kann ich ihnen nicht verübeln, ja. Wenn es auf die Leistung ankommt, dann ist es natürlich Mangelware. Das, was sie von der 10. aufgerissen haben. Und ich konnte eben so schon das Thema, was wir dort hatten bei der Lehrerin eben, ne? Das war eben dann mir nicht bekannt, aber ich, vor allem, ich konnte das Fach noch nicht mal abwählen, ja. Ich musste nämlich Chemie als Fach behalten, weil ich hatte nämlich nur eine Naturwissenschaft von dem Biologie, Physik und Chemie, und eine davon muss man eben bis zum Ende haben und die dann auch schriftlich belegen und dann auch, wenn es schlecht läuft, im Abitur haben. Habe ich auch gemacht. Das Einzige, was mich da aufheitert, ist, dass ich gut in dem Fach bin. Ja, hätte ich zum Beispiel null Bock für das Fach, oder mir wäre, keine Ahnung, engst langweilig, oder es wäre zu schwer für mich, hätte ich null Bock auf das Fach. Ja, wie jetzt momentan
Welches Fach muss ich haben, worauf ich aber keinen Bock habe? Geschichte zum Beispiel, ja? Ich hatte die Möglichkeit, Geschichte abzuwählen, ja? Das war auch völlig krass. Also, es kam mir so gelegen, als ob es, was weiß ich, wäre, als ob ich dafür 10 Tage lang am Stück gebetet hätte. Ja, denn ich bin erstmal schlecht in Geschichte. Und dass meine Schwester das studiert, das verstehe ich auch nicht, wie das zustande kommt. Ja, aber meine Schwester studiert das und ich bin einfach kacke in Geschichte. Und ich hatte eben die Möglichkeit, das abzuwählen und dafür Informatik dazu zu wählen. Das war auch kein Fehler, ich habe schon oft erwähnt, mein Lehrer ist einfach in Informatik der Bringer. Und, oh, die Sniper ist hier. Oh, jawohl, noch nicht mein Schutzschild benutzt. Und mein Lehrer ist eben in dem Fach der Bringer, der kann, hat eben nichts drauf, aber er gibt mir eben gute Noten, weil er denkt, ich hab das gut drauf. Und warum denn nicht? Wo war ich stehen geblieben? Und ich hatte eben das Verlangen nach Chemie-LK und es haben sich nur 4 Leute maximal dafür interessiert. Und gäbe es eben diese Lehrer nicht in der 10. Klasse, ja, dann sähe es wahrscheinlich anders aus. Da käme Kurs vielleicht nur nicht zustande, weil es einer gefehlt hat. Ja, wir waren irgendwie 14, 15 in der 10. Klasse die Interessanten. Man brauchte, glaube ich, um einen Kurs zustande zu bekommen, 11, 12, glaube ich, mindestens. Ja, und so viel hat nicht gefehlt. Für dieses Jahr. Für ohne das 10. Jahr. Ja? Aber egal, auch nur wie Schrift. Die momentan, wir haben ungefähr 2 Chemiekurse. Mit insgesamt 26 Leuten. Ja, also sprich pro Kurs 13 Leute ungefähr. Und das sind schon winzige Kurse. Das sind winzige. Ich habe einen Pädagogik-LK-Kurs. Der ist auch nur 14 Leute groß. Ja, da gibt es Mathe-LKs, die haben ungefähr 30. Wir haben zwei mit 30 Kursen. Und Pädagogik-LK bei mir mit 15, 14. Das ist schon etwas Mangelware, ne? Und das Problem ist eben, das wird eben so wenig gebotet. Ja, Latein-LK wird schon gar nicht erst angeboten. Ich bin der Einzige, der das wahrscheinlich im Abitur hat als Fach. Das ist auch schon wieder so ein Ding, wo ich der Einzige bin, der das als Fach hat, als Fach in Erwägung zieht. Ja, ich weiß noch nicht, ob das zustande kommt, weil ob der Kurs noch nächstes Jahr vorhanden bleibt. Weil wir sind irgendwie momentan auch in Latein 14, das ist der einzige Kurs. Ja, alle wurden abgeschreckt, nicht das, also nicht allein wegen dieser Lehrerin letztes Jahr, sondern das Fach interessiert einfach keinen. Alle haben das Latino abgeschlossen, wollten nicht mehr und dann hatten die keinen Bock auf den Scheiß. Ja. Dann haben die gesagt, okay, wähle ich ab, aber der Lehrer ist schon cool. Und da sind wir momentan 14. Ich habe so gefragt, wer nächstes Jahr abwählen will. Und das waren irgendwie so 4 Leute und die Hälfte des Kurses war nicht da. Also ich schätze ich mal, 8 Leute wollen es abwählen. Dann sind wir, warte, wir sind 16 minus, nee, wir sind 14, wir sind 15 sogar jetzt. Okay, minus 8. Ja, sind 7 Leute dann. Also gibt es von, ja, okay, wir hatten schon mal einen Musikkurs mit 8. Und wir sind keine kleine Stufe. Wir haben, in der Stufe sind wir 188. Ja, in der 11. Stufe, die Abitur machen. Und wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr Zuwachs bekommen von den Abiturienten, die eben dieses Jahr wahrscheinlich sitzen bleiben. Und vielleicht gehen auch ein paar weg. Aber ich in der Q1, also in der 11. weggehen. Ich weiß nicht, ob das so praktisch ist. Egal, aber ich bin völlig vom Thema abgekommen. Ich habe eigentlich über die Uni geredet. Die Uni. Er hat uns nämlich angeboten, genau dieses Workshop, und wir waren dort und ich fand das extrem interessant. Wir hatten dort einen Professor, der war richtig chillig drauf. Der war auch aus unserer Stadt kam der hat auch Kinder in unserer Schule. Habe ich ja schon erwähnt. Und der kannte auch diese Lehrerin dementsprechend Chemie. Und der war auch, sag ich mal, erquickt, wie, ob man das so nennen kann, keine Ahnung, von dem, was wir schon so drauf hatten. Wir haben nämlich andere, die parallel auch dabei waren. Also von anderen Schulen in der Umgebung, Kreis, Mettmann, Düsseldorf, irgendwas davon. Und die waren, sag ich mal, die waren auch nur eine Stufe unter uns. Und ich weiß nicht, ob sie vom, also da gab es auf jeden Fall 3 Leute, die waren aus von dem, von einer Realschule und wir waren vom Gymnasium eben, ne? Dementsprechend weiß ich nicht, ob man das so dazu zählen kann, aber unser Niveau war schon etwas auch merklich, etwas höher von dem Schulstoff her. Wir hatten, da gab es auch andere Beispiele, ja, also Negativbeispiele waren das jetzt. Positive Beispiele waren zum Beispiel die Nerds, die dort waren, aber das war lustig. Wie bin hat gedacht, der hat Fragen gestellt, der Professor. Keine Ahnung, was weiß ich. Wie kann man das Salz aus dem Salzwasser hervorholen, ne? Und dann hat einer gesagt, keine Ahnung, der war so ein richtig Nerd. Nerdig.
Hat auch so getan, als ob er richtig nerdig wäre. Also gesagt. Der hatte so eine Art. Wie soll man das beschreiben? Der so eine Art, die sah so aus, als ob der badass Motherfucker ist. Und hat er gesagt, einfach 7. Und erstmal habe ich so überlegt. Kann man wirklich Salzwasser, also das Salz aus dem Salzwasser holen, wenn man siebt? Habe ich so überlegt, wenn man schüttelt, da bleibt, glaube ich, kein Salzwasser drin, weil das gelöst ist. Ja, aber. Ja, dann hat wiederum das, der eine das, der andere das dann wieder gereinigt und gesagt hat, verdunsten lassen, dann bleibt ein bisschen Salz drüber. War auch eine passable Antwort, aber war schon ein bisschen amüsant mit den anderen so bei diesen Workshop teilzunehmen. Und wie, ich weiß nicht, welche Geist die geritten hat, aber ich fand, Moment, ich muss kurz, wie lange Zeit habe ich noch? Ein bisschen Zeit habe ich noch, ja, ein bisschen. Und ich weiß nicht, welche Geist die geritten hat, aber warum haben die eine 10. Klasse, 11. Klasse gefragt? Ja, und warum haben die dann wiederum eine 10. Klasse gefragt? Von der Realschule. Ja gut, es gibt nur 10. Ne? Aber vielleicht wollten die ein bisschen ihr... Oh, wir haben wieder gewonnen. Ein bisschen ihr Zeugnis aufpolieren. Ja, wir wussten noch nicht mal, ob dass man da eine Urkunde oder sowas bekommt. Wir sind einfach nur so hingefallen. Und das finde ich, das hat ein bisschen Beifall verdient. Ne? Wir sind einfach so hingegangen, ohne was abzugeiern. Und wir haben geguckt, wie das Studenten oder Universitätenleben so aussieht. Ich meine, wir sind ja auch in der Uni gewesen, bevor, also nachdem alles so in der Trubel weg war. Wir waren in der Uni, in Heinrich-Heine-Universität. Ah. Und dort, das ist ja, ich weiß nicht, ob es in NRW größere Unis gibt, aber das war schon riesig, ja, das Gebäude. Wenn man könnte sich da locker verlaufen, schon allein in der Naturwissenschaftsfakultät da. Ja, da gab es im Gebäude 23.46, keine Ahnung, was da war. Und das war ganz am Ende, da wo die Pharmazie und die Chemie waren. Und da konnte man sich noch leicht verlaufen, wenn man innen drin wäre, ne? Wären wir, keine Ahnung, in der falschen Bushaltestelle ausgestiegen. Dann wäre das so Harakiri-mäßig, ne? Aber die Studenten, die waren richtig cool. Ich weiß nicht, wie ich die beschreiben kann, aber ich glaube, eher so damit, dass man, dass die so, dass dieses Aussehen hatten oder so Studenten waren, die so typisch in dieses Muster passen. Von unseren Vorstellungen, wie so Studenten in diesem Bereich auszusehen haben. Ja, aber das hat ja nichts mit dem Charakter zu tun, nur das Aussehen. Der Charakter ist von den Jungs, waren die Jungs waren genial, mit den Mädchen hatten wir weniger zu tun. Wir waren eben 4 Jungs, wir haben mit den 2 Jungs gearbeitet. Einer war gerade seine Doktorarbeit zu schreiben und ich weiß nicht, ob ich das verstanden habe. Irgendwas hat er mit Professor gelabert und dafür 3 Jahre oder der schreibt in seiner Doktorarbeit 3 Jahre. Da war ich mir jetzt nicht sicher und den fick ich jetzt. Bam! Jolie erledigt. Und, keine Ahnung, einer, erstmal so vom Aussehen, ne? Einer hatte so, keine Ahnung, der sah aus wie so ein Weiner, ja, also der, so ein Typ, der Weins macht, der mit seinem Hund Buster oder wie heißt, Baxter, keine Ahnung, auf jeden Fall, der auch so einen Hund hat und so ein komisches Gesicht, der ist auf jeden Fall witzig gewesen, der hat auch immer so einen Slang benutzt, ja, dieser Slang, den die benutzen, ich weiß nicht, ob das Slang nennen, aber wir in der Schule sagen immer, wir sprechen die Namen aus, ja, Destwasser heißt es, ja, Quatsch, destilliertes Wasser. Das ist ja das Wasser, womit man, also dieses reines H2O. Und da gibt es noch diesen Ellmeyer-Kolben, da gibt es auch dieses, die ganzen Stoffe haben die, dafür haben die auch so Kosenamen. Auf jeden Fall haben die dann immer zu Destwasser gesagt, zu destilliertes Wasser haben die Destwasser gesagt, ja? Und ich sag das jetzt auch schon, keine Ahnung, ich habe mir das so angewöhnt. Und ich war mit Kumpel, mit dem Anime-Kumpel dort, und wir haben uns da so über dieses Ganze lustig gemacht, dass wir das als Insider verwendet haben. Oder wir haben uns gedacht, oh, nehmen wir das mal als Insider und behalten das. Und dann haben wir das auch behalten. Und einen Tag später, das war jetzt 2 Tage, also gestern, Quatsch, also Freitag, ne, Freitag, haben wir uns dann gedacht, okay, benutzen wir uns mal, machen uns mal über unseren Kumpel lustig, der nicht mitgekommen ist, denn der hatte auch Interesse, aber entweder wollte er nicht, nee, er konnte nicht wegen der Facharbeit. Ja, aber ein Wochenende davor, das vor der Facharbeitsabgabe zu machen, schon etwas hab ich. Zum Glück hatte ich ja keine Facharbeit, die ich schreiben musste. Aber Wayne, so noch 20 Sekunden. Und das war schon richtig cool. Die Leute waren dort cool und das hat mir so einen kleinen Einblick in dieses Studentenleben gegeben. Und so eine Art, keine Ahnung, Vorwarnung, was alles auf mich zukommt. Viel Lernen, viel was weiß ich was und sonst alles. Aber gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir beenden diesen Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Episode Splatoon. Ob wir das noch gewonnen haben, das werden wir uns jetzt zeigen lassen. Und oh, das ist aber ein knapper Sieg. Mit 42 Punkten. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Episode Splatoon. Bis dahin und oh, 1500 Punkte, Alter.
Was habe ich da gemacht? Bis dahin und tschüss.